Grüezi miteinander. Heute am Nachmittag sind wir auf dem Casinoplatz. Wir haben wieder auf- und abgebaut und jetzt wieder aufgestellt natürlich und sitzen hier unter dem Platz. Sonne heute am Nachmittag und nicht mehr Regen, wie wo wir am Anfang gestartet sind. Ja, das Thema von heute am Nachmittag ist künstliche Intelligenz, Chatbots und Robotics und mit dem aber auch Datensicherheit. Und ja, seit kurzem haben wir Chatbots, die uns, mit uns interagieren, wenn wir mit den Einwohnerdiensten Kontakt haben. Was sind denn da für Erfahrungen? Da sind wir gespannt. Aber auch, wie viele menschliche Begegnungen wünschen wir uns denn in Zukunft? Und gleichzeitig möchten wir aber auch den Gefahren ein bisschen auf den Grund gehen. Diskutieren Sie also gerne mit. Wir freuen uns, zum 5 Gäste heute Nachmittag zu begrüßen, die ich euch gerne vorstellen. Mit am Tisch ist der Herr Alexander Ott. Er ist Co-Leiter vom Polizeiinspektorat der Stadt Bern und auch die Einwohnerdienste sind bei euch. Seit kurzem eben der Chatbot, dort sind wir dann gespannt, ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Dann mit am Tisch ist Frau Corinna Liebi, willkommen. Sie ist Berner Stadträtin und politisch aktiv für die jungen Grünliberalen. Unter anderem Präsidentin vom GLP-Lab, einem Politlabor der Grünliberalen. Willkommen. Dann weiter am Tisch haben wir den Adrian Niffeler. Er ist Chef der Spezialfahndung 5 bei der Kantonspolizei Bern. Ich denke, gerade wenn es um Strafverfolgung geht, ist er der Experte hier am Tisch. Vor allem auch Kriminalität im Internet. Willkommen. Dann haben wir auf meiner Seite Martin Müller, ICT-Sicherheitsbeauftragte von der Informatikdienst der Stadt Bern und zuständig für die Cyber-Security-Strategie. Ja, du vertrittst auch die Stadt Bern im Advisory Board von iBerry. Das ist eine Awareness-Initiative von der Swiss Internet Security Alliance. Willkommen auch für dich. Und dann, nicht zuletzt, Manuel Kugler. Du bist seit 2016 bei der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften, kurz SATW, und beschäftigst dich vor allem mit künstlicher Intelligenz und Advanced Manufacturing. Was das ist, dem möchten wir jetzt nachgehen. Aber fangen wir doch einmal ganz vorne an. Chatbot bei den Einwohnerdiensten. Jetzt habt ihr das Anfangsjahr lanciert. Was habt ihr da für Erfahrungen schon gesammelt? Also vorab vielleicht schnell zu erklären, warum wir das überhaupt gemacht haben. Wir haben bei den Einwohnerdiensten ein sehr grosses Kundenaufkommen. Und zwar werden wir, im Schalter haben wir über 100'000 Personen pro Jahr. Wir haben aber etwa 60'000 telefonische Anrufe pro Jahr. Und viele sind einfach Anfragen bezüglich Schalteröffnungszeiten, Anfragen bezüglich Visumsfragen, also alles sehr X. Und unsere Idee war, warum führen wir dort nicht einen Chatbot ein? Nämlich, wo die Fragen kann abfedern, die uns natürlich nachher Raum gibt, für die Leute zu bedienen, die eben noch persönlich in den Schalter kommen. Wir verfolgen also dort einen hybriden Ansatz. Und das ist sehr gut gelungen. Wir haben pro Monat über 3'000 Anfragen im Moment, wo uns der Chatbot eigentlich die tägliche Arbeit unseren Leuten erleichtert. Und die Kundinnen und Kunden, die telefonieren bzw. sich mit dem Chatbot auseinandersetzen, die kommen eigentlich zu ihrem Ziel. Wichtig war für uns auch noch, dass wir deklarieren, dass man mit einem Chatbot redet und nicht mit einem Mensch. Weil der Chatbot hat keine Emotionen, er hat gar nichts. Und das war ganz wichtig, dass wir diesen Teil dort überbringen können. Weil wir fahren mit dieser künstlichen Intelligenz, mit den Algorithmen dort, wo schwache KI ist. Also das heisst, er tut noch nicht von sich aus Antworten generieren. Im Moment geben wir noch die Storys vor und können das entsprechend auch kanalisieren. Und wir sagen dem so ein bisschen, wir reden überall von 4.0. Und wir sagen dem, wir gehen schon einen Schritt weiter in Stadt Bern und wir sagen eben 5.0, weil wir dort den Kunden noch einmal im Mittelpunkt stellen. Merci vielmals für die Einführung. Jetzt, Chatbot ist ja vielleicht eine weitere Stufe, wenn ich jetzt mal ein bisschen in den Forschungsbereich hineinschaue. Ihr arbeitet euch ja mit SATW, mit verschiedenen Stakeholdern verbinden und verknüpfen, auch den Wissensaustausch fördern. Was sind denn da weitere Anwendungsgebiete, wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen würden, wie nur Chatbots? Ja, grundsätzlich ist KI sehr breit von der Thematik her. Und es ist
Basistechnologie, also es kann grundsätzlich in allen Bereichen eingesetzt werden. Und von dem her sind auch sehr divers eigentlich die Anwendungen, die nachher schlussendlich erforscht werden und schon in Umsetzung sind. Und dort gibt es, wie gesagt, sind eigentlich KI allgemein ausgedrückt, sind Technologien, die menschliche Tätigkeiten können übernehmen können, zu einem Teil zumindest, eben sehr, sehr eingeschränkten Bereich. Und dort kann man eben Sprachverarbeitung, Bildverarbeitung und andere Daten können dort halt einfach zur Vorhersage genutzt werden. Und im Forschungsbereich eben, kommt ein bisschen darauf ab, je nach Disziplin, wo das jetzt eingesetzt wird, beispielsweise Medizin, versucht man dort halt anhand von diesen Daten, die sowieso schon im Spital oder beim Arzt erfasst werden, versucht man dort neue Erkenntnisse eigentlich rauszugewinnen. Also das können neue Medikamente sein, das können neue Behandlungsmethoden sein, etc. Martin Müller, ihr seid ja auch ein Stück weit involviert gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, in diesem Prozess, genau, ja, bei den Einwohnerdiensten. Was sind eure Erfahrungen oder wo sind ihr mit eingebunden worden? Wir sind eigentlich sehr gut mit eingebunden worden. Für uns ist eben die Datensicherheit von der Daten von der Bevölkerung sehr wichtig. Darum haben wir sehr früh die Zusammenarbeit gehabt, gemeinsam. Und bei uns ist auch KI, es ist ein sehr grosses Thema im Bereich Sicherheit. Schon nur Voraussagen, wie sehen Cyberangriffe in der Zukunft aus, wie können die Folgen, die sind vielleicht Gefahren auch für unsere Mitarbeitenden und darum für uns ein sehr, sehr wichtiger Teil der Arbeit, wo sie auch Pionierarbeit geleistet haben. Merci. Jetzt würde mich aber mal noch eine Stimme, so ein bisschen die jungen Grünliberalen. Corinna, was beschäftigt denn die Jungen? Schließlich könnte man auch sagen, ja, wir wachsen ja in diesem Zeitalter auf, das ist überhaupt kein Thema. Was beschäftigt die Jungen? Ja, ich glaube, die Jungen beschäftigt vor allem eben auch den Umgang mit der Datensicherheit. Ich glaube, die Jungen sind sich sehr bewusst, dass sie das digitale Umfeld haben, dass sie dem geboren sind, sich sehr gut auskennen. Aber es gibt bestimmte Apps, zum Beispiel Facebook oder heutzutage vor allem auch Instagram, TikTok, wo man gewisse Rechte muss abgeben muss, wo man so ein bisschen, wie soll ich sagen, auch überfordert ist mit dem Ganzen, weil man muss die Rechte einfach abtreten, wenn man mit Teil des Kuchen sein will. Und sonst kann man einfach nicht dabei sein. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ja, wo kann man als junge Person überhaupt selber noch Einfluss nehmen? Und wo ist man einfach dieser Digitalität bis zu einem gewissen Grad einfach ausgeliefert? Und ich glaube, dort haben wir noch sehr viel Potenzial im Bereich Digital Literacy, also Leute ausbilden, zeigen, wie man mit Daten umgeht, Datenkompetenz aufbauen, schon gerade in der Schule, aber auch nachher. Und das ist, glaube ich, etwas, was sowohl in der Verwaltung braucht, bei der Stadt Bern, aber auch für unsere Bevölkerung. Jetzt, wenn es darum geht, wenn alles digital, aber auch hybrid stattfindet. Jetzt, wir haben ja auch einen Experten in der Strafverfolgung mit am Tisch. Was sind denn so die Hauptfälle, die ihr euch beschäftigen? Ich kenne die gar nicht. Also es gibt verschiedene Bereiche. Im Moment ist es sicher so, dass die Wirtschaftskriminalität im ganzen Cyberbereich überhand nimmt. Dort sind etwa 90% von allen Straftaten, die Wirtschaftsdelikte sind. Sei das schon nur bei Kleinanzeigenplattformen, wo private Kunden halt über den Tisch abgezogen werden, indem sie irgendeine Ware bestellen und nachher etwas zahlen und das Geld nicht zurückbekommen. Das ist so ein bisschen die allgemeine Alltagskriminalität. Es geht aber dann auch weiter bis zu Unternehmungen, die Schadsoftware installiert bekommen, die nachher sich mit Erpressungen müssen, dagegen ankämpfen müssen. Und dort muss man einfach schauen, dass man sich gebig schützt. Da tun wir eigentlich immer dazu raten, sei es Privatpersonen oder Unternehmungen, wo halt eigentlich niemand geschützt ist. Es kann jeder sich betroffen werden. Und guter Schutz ist sicher eine gute Voraussetzung, um dieser Kriminalität entgegenzuwirken. Ich würde gerne bei dem Schutz mal noch ein bisschen bleiben, weil man denkt immer, ja, die digitalen Skills müssen wir irgendwie verbessern, uns aneignen etc. Jetzt Datensicherheit, was wird denn da gemacht? Oder zu wem raten Sie auch? Wie können wir uns präventiv schützen? Ja, einfach zum Allgemeinen vielleicht Präventionstipps abzugeben. Man soll einfach sicher im Internet niemandem grundlos vertrauen, wie wir in der Alltagswelt so nicht machen. Geben wir auch nicht einfach irgendjemandem das Portemonnaie auf der Straße und sagen, schaut mal schnell drauf. Ist das in der digitalen Welt eigentlich das genau Gleiche? Man muss das Gegenüber wirklich abchecken, schauen, ob der vertrauenswürdig ist. Das ist sicher für Privatpersonen so. Passwortwechsel regelmäßig machen, nicht einfache Passwörter nehmen.
Und nachher für Gemeinden oder Kleinunternehmungen oder Allgemeinfirmen, wo wir euch raten, sich von professionellen Cybersecurity-Buden zu unterstützen. Da ist manchmal mit kleinem Aufwand kann man viel Schaden eigentlich im Vorfeld schon beheben oder eben gar nicht dazu kommen, dass es Schaden gibt, regelmäßige Data-Updates machen etc., dass man eben gar nicht erpressbar wird oder gewisse Daten nachher verliert. Welchen Beitrag leistet denn die Stadtverwaltung und was beinhaltet denn die Cybersecurity-Strategie? Ich habe hier gerade die Frage auch mitbekommen. Wo liegt der Schwerpunkt? Der Schwerpunkt ist ganz klar eigentlich bei der Befähigung der Mitarbeitenden. Einerseits, dass sie sich der Cyber-Risiken bewusst sind, also wirklich eine Risikokultur, die sich so etablieren soll, dass man eben nicht, wie richtig gesagt ist, wurde, einfach seine Daten einfach fahrlässig, sagen jetzt dem mal, ein bisschen weitergibt. Das ist das eine. In der Strategie haben wir auf der technischen Ebene aber auch sehr viel, was wir machen wollen, wo wir wirklich auch, wie soll ich sagen, Hilfsmittel für die Mitarbeitenden, aber auch für die Bevölkerung zur Verfügung stellen. Und für uns auch immer ein wichtiger Punkt ist eigentlich die Organisation, die wirklich parat sein muss für einen Fall das, weil es ist nicht eine Frage, ob es passiert, sondern wenn passiert es schlussendlich. Mhm. Wie seht ihr den Beitrag in Schulen? Ich lege es jetzt mal in die Mitte und schaue, wer den Ball aufgreift. Müssen wir nicht dort viel präventiver auch vorgehen? Ich kann vielleicht auch den Ball aufnehmen. Wir von der Polizei, Kapo Bern gehen mit Präventionsstellen regelmässig an Schulen. Dort hat man jetzt auch den Ball aufgegriffen für extra Cyberkriminalität, der Oberstufe, die Schulen in der Zukunft, dass man wirklich eben auf Gefahren im Internet, sei es mit dem Mobiltelefon, sei es eben mit dem Computer kann herweisen, sei es im Umgang mit eigenen Bildern etc., dass es eben wirklich durchaus auch gewisse Gefahren kann geben, wenn man nicht sorgfältig umgeht, dass man sich aber auch im Internet aufhalten darf, wenn man gewisse Regeln beobachtet. Mhm. Jetzt denke ich mal ein bisschen in die Zukunft. Was wird denn jetzt so als nächstes kommen, nach dem Chatbot, den wir eingeführt haben? Gut, also da haben wir jene Projekte, die bereits jetzt in der Pipeline sind, weil wir stellen uns vor, dass genau eben die drei Staatsebenen, die wir drinnen uns befinden, dort brauchen wir, das ist meine Ansicht, in den nächsten Monaten, Jahren ein Effort. Nämlich, dass die Kommunikation von diesen drei Staatsebenen viel besser funktionieren kann. Ich gebe ein Beispiel. Wir wollen in unserem Bereich schon den ganzen Familienanzug, den die Leute machen können. Und den möchten wir auch elektronisch machen. Und zwar wollen wir sie so weiterentwickeln, und das arbeiten wir dann mit Martin sehr eng zusammen, dass man eben die Formulare, die man auflässt, dass man nicht mehr im Backoffice ein Formular ausdrucken. Also wir werden Prozesse installieren, end-to-end. Und dort werden wir versuchen, oder das können wir nur machen, wenn eben die Interoperabilität mit den verschiedenen Plattformen auf den verschiedenen Staatsebenen eigentlich funktioniert, und zwar reibungslos funktioniert. Und dann werden wir einen weiteren Punkt, ist auch, dass unsere Kundinnen und Kunden, wenn sie ein Gesuch einreichen, sei das Baugesuch, sei das sonst irgendein Gesuch, dass sie immer im Bild sind, auf welchem Stand ist das Gesuch. Und dann kann man genau nachvollziehen, auch die Bearbeitungszeiten. Das gibt dann einen anderen Drive in die ganze Abarbeitung von dieser Gesuchsthematik. Also die Transparenz von End-to-End, das sehen wir ja auch schon bei der Post, dass man weiss, ist jetzt das Päckchen zugestellt oder nicht. Hinken wir dann bei den Verwaltungsprozessen ein bisschen hin und nach? Sie sind halt ein bisschen anders als in der freien Privatwirtschaft. Das ist so. Wir haben sehr viele gesetzliche Vorschriften, die wir müssen berücksichtigen müssen. Das ist in der Tat so. Aber auch da sind wir aus der Sicherheit aus eigentlich sehr darauf erpicht, dass wir auch dort wirklich sehr gute Automatismen können einbauen können, dass wir viel mehr Durchgänge können machen können, auch die Zusammenarbeit mit dem Kanton, mit dem Bund. Weil die Herausforderungen sind überall die gleichen. Wir haben fast alle gleichen Datenschutzgesetze, wir haben die gleichen Sicherheitsvorgaben. Also sollte es doch in Zukunft aus meiner Sicht hoffentlich möglich sein, dass wir automatisierte, einfache Prozesse haben für Bürgerinnen und Bürger, wie aber auch für unsere Kunden seitens Einwohnerdienste, aber auch andere Abteilungen. Frau Liebi, was wünscht ihr euch in Bezug auf die Interaktion mit der Stadt? Mehr menschliche Beziehungen oder lieber doch etwas Digitales mit Robotern? Was ist da eure Haltung? Ja, ich glaube, aktuell braucht es beides. Ich glaube, die Hybridität, die wir jetzt aktuell haben, die finde ich eigentlich gut, weil die ältere Bevölkerung im
digitalen Raum auch häufig überfordert ist. Ich glaube aber, man darf auch mit neuen Technologien und Innovationen dahinter gehen. Ich stelle mir jetzt zum Beispiel das Thema Metaverse vor. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man künftig einen digitalen Schalter hat, wo sich Leute mit ihrer eigenen Brille zuschalten, online bei einem Schalter vorbeigehen. Wir haben dort mega viel Potenzial. Und das wird in der Wirtschaft schon getestet, schon genutzt. Und bei uns ist das überhaupt noch nicht angekommen. Und ich glaube, vor dem dürfen wir auch nicht die Augen verschliessen. Und ich würde gerne noch etwas anfügen zu dieser Datenkompatibilität. Wir dürfen natürlich nicht nur schweizweit denken. Oder der digitale Raum, der hört nicht an unserer Landesgrenze auf. Der geht eben über alles darüber aus. Und unsere Daten, die müssen auch mit Europa abgestimmt sein, eigentlich mit der ganzen Welt. Die sollen überall können verwendet und gebraucht werden, halt eben mit einem Sicherheitslimit. Und da kommt so genau darauf an, ja, welche Daten teilt man denn, welche nicht, wo speichert man sie in der Schweiz oder im Ausland. Das sind alles Fragen, die man in diesem Zusammenhang auch noch klären muss. Alexander, du hast vorhin das Thema Interoperabilität angesprochen. Welche Gefahren birgt das? Also ich kann gerade den Ball aufnehmen, was du hast gesagt, bezüglich internationaler Daten und Daten in der EU Abgleich zu machen. Dort ist man ja mit verschiedenen Projekten dran, zum Beispiel der ganze Einreiseprozedere, die die Schweiz schon lange machen will, wo man mit dem SIS, also das ist Schengener Informationssystem, und das sind genau solche Vorhaben. Und dort muss man dann sehr genau heranschauen, wie diese Daten verwendet werden. Da brauchen wir das Fundament. Nicht, dass ich plötzlich gebe ein Beispiel. Wir hatten einen Fall gehabt, wo jemand einen Pass hat verloren, beziehungsweise er hat ihn nicht verloren, er hat ihn nur verleiht. Hat aber den Pass aus verloren gemeldet. Aus gestohlen gemeldet. Und somit ist der Pass auf eine Fahndungsliste gekommen. Schlussendlich hat er ihn nur verleiht und er hat dann seinen verleihten Pass gebraucht und er ist wieder vorgekommen, aber der war ausgeschrieben. Und er hat dann eine Reise gemacht im europäischen Raum, wo er in eine Grenzkontrolle kam und dort hat man gesagt, dass das Dokument ist gestohlen gemeldet. Und bis man das wieder hat reaktiviert und bis man dort eben wieder hat können, das Ganze wieder zurückfädeln, hat man müssen den Menschen haben. Also man musste den Menschen, der in den Prozess eingreifen kann, und eben auch können sagen, nein, das war ein Irrtum, wir müssen es korrigieren. Und das sind so solche Sachen, wo man den menschlichen Faktor nie ausblenden darf bei diesen Prozessen. Ich denke jetzt auch immer daran, oder wir lernen ja unterwegs mit so Chatbots. Jetzt haben wir irgendwie einen Prozess vielleicht auch automatisiert, aber die Sachen verändern sich doch. Wie lernen denn die dazu? Also einerseits gibt es natürlich selbstlernende Systeme, die sich quasi live im Einsatz sich verbessern können. Das ist allerdings eher die Ausnahme, dass die wirklich in Umlauf kommen, dann zumindest heute. Meistens sind das abgeschlossene Entwicklungen, die dann quasi als verschiedene Versionen dann wieder updated werden. Aber ich glaube, das sind wichtige Sachen, aber für die Frage, was ist gäbig? Für wer ist es gäbig? Ist es eine Einsparung von Ressourcen? Ist es mehr Kundenfreundlichkeit verbessern? Verfügbarkeit verbessern? Und ich glaube, dort muss man einfach kontinuierlich, also ich finde es gut, wenn man startet mit einem Experiment, mit einem ersten Produkt und dann daraus lehrt, die Rückschlüsse zieht, wieder neue Projekte angeht. Also die Experimentierfreudigkeit und kontinuierlich auch Reflexion, eben sind wir auf dem richtigen Weg oder haben wir jetzt vielleicht etwas gemacht, was wir nicht sollten. Ich glaube, das ist weniger das System selber, sondern die Leute dahinter, die das dann in Umlauf bringen. Und da wird in dem Fall immer mehr. Jetzt meine Frage, wir haben es vorhin von Grenzen, wo eigentlich ja, keine Grenzen mehr sind. Das bedeutet ja auch in der Strafverfolgung, ist das doch ein riesiges Thema. Wir sind nicht mehr nur noch in der Stadt oder irgendwo lokal, aber die Grenzen verschwimmen. Wie könnt ihr euch bei der Kapo vorbereiten auf solche Themen? Das ist richtig. Eben einerseits, wie von euch angesprochen, ist die interkantonalen Grenzen, die wegfallen, aber eben auch die internationalen Grenzen. Und das vereinfacht natürlich die Strafverfolgung nicht unbedingt. Also man ist viel mehr auf Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen angewiesen. Man ist, wie es vorher schon angesprochen wurde, schon auf einen Datenaustausch eigentlich angewiesen. Aber da sind eben gewisse gesetzgeberische Vorgaben, die uns nachher manchmal ein bisschen einschränken, wo man vielleicht sicher auch noch Optimierungspotenzial
Potenzial hat. Aber das ist so, man muss ein bisschen grösser lernen, denken, eben interkantonal oder eben schon international. Und das ist alles noch im Wachstum. Man hat auch innerhalb der Kantonspolizei schon ein Gremium, das Gremium NEDIC, das Netzwerk für digitale Ermittlungsunterstützung in der Internetkriminalität, wo man regelmässig eben genau solche Fallaustausche gewährleistet, dass es auch keine Doppelspurigkeiten in den Ermittlungen gibt. Das heisst, ihr arbeitet schon viel vernetzt zusammen. Ich denke, der Föderalismus bei uns in der Schweiz hilft uns dort nicht nur wahrscheinlich. Ich denke jetzt gerade mal ein bisschen an die Stadt. Wie könnt ihr den Austausch mit anderen sicherstellen? Mit anderen Verwaltungen? Gut, der Föderalismus ist eins, oder? Aber man kann den auch überwinden. Und wir denken eben, dass man im föderalen System, ich meine, das zwingt uns auch ein bisschen eben darüber nachzudenken, was wir machen. Also das föderale System bremst uns. Und gleichzeitig sollten wir aber eine gewisse Innovation darlegen. Das heisst, wir sollten mit Piloten vermehrt arbeiten. Das heisst, wenn wir einen Austausch haben mit dem Kanton St. Gallen, zum Beispiel mit einem Datenabgleich oder mit einem Dossier hin und her transferieren, dann sollte man das können. Und dann erwarte ich eigentlich auch, dass man das nachher ermöglicht, ohne gerade die ganze Gesetzesmaschinerie anzulassen. Ich brauche nicht gerade eine Gesetzesänderung oder eine Verordnungsänderung, sondern man kann das pilotisieren. Und das haben wir jetzt in Stadt Bern in verschiedenen Fällen schon gemacht und das hat sich sehr gut erwiesen. Der E-Umzug zum Beispiel. Und dann, wenn es funktioniert, erst dann hat man dann können sagen, okay, wir tun das Gesetz anpassen und wir tun die notwendigen Verordnungen auch anpassen. Wir dürfen uns von dem nicht beirren und das zu fest aus Bremse brauchen. Es gibt im föderalen System Möglichkeiten, für die zu überbrücken. Jetzt Gefahren. Corinna, wie schützt denn du dich persönlich vor Gefahren im Internet? Ja, also ich denke, es hat so persönlich sehr viele Sachen um, die vorhin erwähnt wurden von der Seite Kapo, also regelmässig Passwörter ändern und einfach mit einem Bewusstsein an die Sache hergehen. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr viele junge Personen auch schon machen. Es ist natürlich nicht immer einfach, wenn man einfach irgendwo ein Häkchen setzt über irgendwie Terms and Conditions, wo man gar nicht so genau weiss, um was geht es eigentlich und zu was stimme ich jetzt eigentlich zu. Und ich glaube tatsächlich, dass sehr viele Junge weniger bereit wären, ihre Rechte weiterzugeben, wenn man dort auch selber als Person könnte entscheiden, das Recht möchte ich jetzt geben oder nicht. Aber häufig hat man die Option, ich gebe es oder ich gebe es nicht, ich brauche das App oder ich brauche es nicht. Und ich glaube, das ist etwas, was uns künftig vor noch grössere Herausforderungen wird stellen und wo man sich ganz klar auch seit der Politik halt mal muss eine Strategie überlegen, wie geht man mit dem um. Und wir haben jetzt als GLP Leben ein Datenpolitikpapier erarbeitet, wo wir wirklich versucht haben, mal so ein bisschen gesamtheitlich zu denken, ja, was brauchen wir für die Schweiz und wo wollen wir mit den Daten. Und das ist etwas, das ich sehr fest vermisse, immer gerade auf nationaler Ebene, weil die meisten Leute finden, ja, Daten ist etwas Trockenes, eigentlich hilft uns das gar nicht so wirklich, was sie wissen und nicht so ganz, was man damit machen kann. Und ich glaube, dort haben wir noch definitiv viel Potenzial für die Zukunft. Jetzt habe ich die Einstiegsfrage persönlich gestellt, aber wo stehen denn die Grünliberalen? Was ist eure Haltung zum Thema Digitalisierung in der Verwaltung? Also aus unserer Sicht ist Digitalisierung ganz klar eine Chance. Wir sind uns der Risiken bewusst. Wir bewerten die auch bewerten und immer wieder einfließen, indem dass man die Themen immer wieder diskutiert. Zum Beispiel auch gerade im Bereich E-Voting sind wir sehr kritisch, solange man die Stimmgeheimnisse nicht sicherstellen kann. Wiederum sehen wir Digitalisierung als Chance an. Wir wollen das in Zukunft weiterhin nutzen. Technologie, Innovation, das bringt uns weiter. Und wir müssen so ganz viele Prozesse, auch in den Behörden, noch weiter digitalisieren, vielleicht auch im Bereich, dass man Pendlerströme abbauen kann, indem eben mehr Prozesse digital laufen und man dort auch so andere Problematiken kann angehen in anderen Bereichen, die nur indirekt mit der Digitalisierung verlinkt sind. Jetzt nimmt es mich noch Wunder, wenn wir ein bisschen gegen vorne schauen. Was wird uns denn in Bezug auf Datensicherheit in Zukunft vor allem beschäftigen? Sagen wir, wir sitzen in einem Jahr oder in 5 Jahren wieder zusammen. Was würdest du uns erzählen?
Das ist, glaube ich, sehr schwierig vorauszusehen, was alles noch passieren wird. Aber ich denke schon, das, was wir auch heute sehen, wenn ich so in den nächsten Jahren beschäftige, sei das grenzübergreifende Cyberangriffe, sehr gezielt ja, auf Unternehmen denken. Das wird immer wie mehr kommen. Heute sind wir sehr breitflächig angegriffen in der Regel, also weniger gezielt auf eine Person oder auf eine Stelle, sondern einfach sehr generell auf Accounts, auf Daten etc. Und da muss ich vielleicht doch ein bisschen widersprechen mit dem Passwort wechseln. Ich würde eher empfehlen, ein komplexes Passwort und zweiten Faktor zu aktivieren. Erachte ich fast als besser und auch so internationale Standards sagen das. Aber zurückzukommen für den Ausblick, ich denke, das, was uns heute betrifft, wird uns in 5 Jahren genau gleich noch betreffen. Wenn nicht noch mehr wahrscheinlich. Weil genau, das war ja auch ein Stichwort. Wir haben mal einen Blick auf die Zahlen auch geworfen. Grundsätzlich könnte man sagen, boah, da geht mir jetzt wahrscheinlich nichts an. Und gleichzeitig haben wir in der Schweiz ein Land, das lebt von KMUs. Die können sich vielleicht dann nicht auch noch Datenbeauftragte oder Sicherheitsexperten leisten. Und die Zahlen nehmen ja 20% jährlich zu. Was können wir dort machen oder voraussehen oder mithelfen? Können wir uns wappnen? Ja, das ist jetzt eben einfach ein Rückblick über die letzten Jahre, dass die konstante Zunahme von etwa 20% in der Cyberkriminalität in der Schweiz oder auch in Bern so zugenommen hat. KMUs, sie können eben gleich auch, oder haben gesagt, können sich es nicht leisten, irgendeine Cybersecurity-Firma anstellen. Ich habe gleich das Gefühl, oder vielleicht kann man mich da noch besser belehren, dass man mit wenig Geld oder wenig Investitionen eben die nötigen Sicherheitsvorkehrungen treffen kann, damit man eben keinen Angriff auf sein Geschäft oder, generieren kann. Wäre es denn nicht genau dort spannend, so etwas automatisiert vielen können zur Verfügung stellen? Manuel Kugler. Du meinst, dass automatisiert geschützt wird, oder? Ja, genau. Quasi Daten. Ja, also klar, ich denke, dort arbeiten sicher auch viele schon dran an möglichen Lösungen. Es ist halt immer das Gegenspiel, die schützen und die angreifen wollen oder Daten quasi in Besitz nehmen und unrechtmässig verwenden. Ich glaube, dort ist eben einerseits muss man unterscheiden, ist es eine Verwaltung, die der Akteur ist und wo so ein System oder wo Daten verwendet, oder ist es eine private Firma? Und ich glaube, dort gibt es halt einfach unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten. Und dort habe ich das Gefühl, müssen wir auch, was den Ausblick angeht, vielleicht auch, mein Wunsch wäre eben, die Standards möglichst schnell und gemeinsam weiterzubringen. Ich glaube, das ist wichtig, nicht nur interkantonal über die ganze Schweiz, sondern auch über die verschiedenen Akteure. Natürlich mit Anschluss ans Ausland, dass man dort eben auch dem gegenüber gewappnet ist, einerseits hinsichtlich Sicherheit, andererseits aber eben auch die Möglichkeit zu schaffen, um die Daten auch effizienter zu nutzen, um einen Mehrwert eigentlich schlussendlich für die Bevölkerung eigentlich sicherzustellen. Ich schaue gerade noch mal mit einem Auge auf den Chat. Ich glaube, wir haben die meisten Fragen, die auch von außen vom Publikum kommen, haben wir dürfen irgendwo anschneiden. Jetzt vielleicht noch mal eine Runde. Datensicherheit. Ein Wort. Was ist für euch persönlich am wichtigsten? Und was geben ihr unseren Zuhörenden heute Nachmittag mit auf den Weg? Ich gehe einmal so im Kreis herum und dann würden wir gleich zum Abschluss finden. Alexander, darf ich dich bitten zum Starten? Ja, zum Thema Datensicherheit für mich ganz wichtig Vertrauen. In die Institutionen, die Daten hosten, die mit denen arbeiten, dass die seriös sind, dass man nachvollziehen kann, wo ist das, also ein Vertrauen. Und da haben wir ja, in der Schweiz ist es so, dass man eigentlich in die Verwaltung ein sehr grosses Vertrauen hat in dem, und das möchte ich nicht verlieren. Ich würde sagen, ein bewusster Umgang, sich immer wieder überlegen und nicht einfach unvorbereitet Daten teilen und immer sich selber, aber auch anderen gegenüber das Bewusstsein schaffen für Daten und den Umgang damit. Aus Sicht Strafverfolgung sind wir natürlich sehr interessiert, dass wir alle Meldungen überkommen, sei es von Privaten oder auch von KMUs oder anderen Unternehmungen, die angegriffen werden. Man soll sich nicht verstecken, man soll nicht Angst haben vor der Polizei. Wir können unterstützen, wir helfen, wir wollen auch keine Geschäftsgeheimnisse preisgeben oder den Betrieb lahmlegen. Dass wir auch präventiv oder einen Gesamtüberblick eben in der Schweiz oder im Ausland können, gewährleisten können, müssen wir die Meldungen auch haben, dass wir auch unter Umständen der Täterschaft habhaft werden können. Vielleicht aus unserer Sicht
oder aus unternehmerischer Sicht sehr wichtig, die Mitarbeitenden gut ausbilden, regelmässig ausbilden, dranbleiben. KMU, da gibt es günstige Lösungen, da muss man nicht viel Geld in die Hand nehmen und hat einen guten Basisschutz eigentlich schon. Und andererseits aus Sicht der Bevölkerung sich informieren, wie zum Beispiel eben über iberry.ch, wo man sehr viele Tipps für einen sicheren digitalen Alltag bekommt. Ja, vielleicht aus unserer Sicht mehr Richtung Innovation noch als Ergänzung. Auch, ich glaube, Datensicherheit so gut wie möglich sicherstellen. Man muss damit können leben, dass es kein Risiko, keine absolute Sicherheit hat. Es bleibt immer ein Restrisiko. Und dort halt auch Grundlagen und Standards schaffen, um Daten besser nutzbar zu machen, um eben das Potenzial auch besser zu nutzen und auszuschöpfen. Genau. Merci vielmals. Eine diverse Runde haben wir hier gehabt. Alle zum Thema Datensicherheit, aber auch, wie können wir denn auch Digitalität oder Chatbots nutzen für die Zukunft. Merci vielmals, sind ihr da gewesen. Manuel Kugler, Adrian Niffeler, Corinna Liebi, Alexander Ott und Martin Müller. Merci vielmals fürs Dabeisein. Ja, Datensicherheit ist wichtig und nach dem Gespräch habe ich das Gefühl, es hat viele gute Leute mit dabei, die mitdenken, dass es in Zukunft auch sicher bleibt, wenn wir digital unterwegs sind. Ich freue mich aufs nächste Gespräch. Wir machen hier gerade nochmal einen Rochade an dem Tisch auf dem Casinoplatz und melden uns nachher mit neuen Gästen in einer Viertelstunde wieder zurück. Bis später.